Mein lieber Olli, schön, dass es klappt. Nochmal, willkommen hier. Du bist der Geschäftsführer von der Helix ID hier aus Frankfurt. Stell dich doch mal ganz kurz vor und was ihr bei Helix ID macht, so als kleiner Einstieg. Ja, mein Name ist Oliver Nägle, ich bin der Founder von Blockchain Helix. Helix ID ist unser Produkt. Bin seit sehr langer Zeit in dem Bereich digitale Identität unterwegs und bin einer der Pioniere, würde ich mal sagen, im Bereich Blockchain in Deutschland. Mhm. Wie entstand denn grundlegend die Idee dazu? Und das, wo hast du gesehen, wo habt ihr gesehen, dass es einen Bedarf gibt? Und seit wann ungefähr? Wir haben in etwa 2010 schon die Idee gehabt, aufgrund von ganz unterschiedlichen Themen, die wir damals hatten, in Richtung von Bürgerportalen, Bürgerbeteiligung etwas zu kreieren. Mhm. Haben zu dem Zeitpunkt halt gesehen, dass wir bestimmte Notwendigkeiten, technische Notwendigkeiten einfach nicht hatten. Mhm. Und durch die Beschäftigung in 2015 wiederum mit den verschiedenen Ideen, also auch schon weit davor von Vitalik Buterin und auch von Bitcoin, haben wir halt gesehen, dass dieser Missing Piece, dieses letzte Puzzlestück, was uns da gefehlt hat, dass das jetzt vorhanden ist, eben Blockchain-Technologie. Und seitdem sind wir in dem Thema digitale Identitäten drin, weil wir glauben, dass es eben eine Aufgabe ist, die extrem wichtig ist. Letztendlich ist es so, dass man selbst seine Daten verwalten kann damit und dieser Ownership oder der Besitz meiner eigenen Daten dadurch geregelt ist. Ja. Und das spielt natürlich eine überragende Rolle in der Zukunft, denke ich. Gibt es irgendwelche Branchen, wo du sagen würdest, da ist vor allen Dingen eure digitale Identitätenlösung und das, was ihr anbietet als Service und als Dienstleistung, besonders gefragt? Wir haben den Endbenutzer, der seine Identität darauf eben entsprechend selbst souverän verwalten kann. Mhm. Wir haben natürlich die Industrie, die grundsätzlich natürlich einen Bedarf hat. Wie kann ich eben einen Kunden onboarden? Ja, das ist, was man so als KYC-Prozess beschreibt. Mhm. Und da sind die Anforderungen ganz unterschiedlich. Es gibt Branchen, die in ihrem Geschäftsprozess zwingend notwendig einen KYC-Prozess haben. Das geht über extrem viele Industrien hinweg, mhm, und geht dahin, dass die Kundenakzeptanz sich geändert hat. Heutzutage will ein Kunde nicht mehr durch diese ganzen verschiedenen Prozesse durch. Ein Kunde will einen Service ad hoc nutzen. Ja, stimmt. Das heißt, die gerade beim Auto vermieten oder so. Mieten, meine ich. Ja. Die Idee bei einer Autovermietung oder auch bei welchen immer digitalen Prozessen ist, ich will es, ich krieg es. Ja? So, dazwischen ist nichts. Ja. Ja. Und wie sieht die Roadmap aus? Ich meine, das Jahr ist noch relativ jung. Wo geht denn die Reise hin für euch in diesem Jahr? Na gut, in Q1 2020 werden wir die erste Version von Helix ID auf den Markt bringen, sind gerade dabei, Trusted Partners eben entsprechend anzusprechen. Das, mhm, heißt also Unternehmen, die auch als frühe Teilnehmer in unseren Marktplatz eben entsprechend auch rein wollen. Was spielt FinLab im Kontext, weil wir gleich da sind, für eine Rolle für euch? Sind die wichtig? Ja klar, FinLab ist natürlich wichtig. Man kann das nur zusammen erreichen. Deswegen arbeiten wir sehr viel auch mit strategischen Partnern und da ist natürlich FinLab auch ein strategischer Partner von uns. Ich lasse dich aussteigen. Kurzer Weg, trotz Regens. Und es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao.